Schiedsrichter Marquez nimmt das sehr genau. Er will keinerlei Missstimmung in diesem Spiel aufkommen lassen. Müller! Jetzt aber! Und Tor! Na und war das ein typisches Müller-Tor? Man kann nur sagen, ja. Gerd Müller, 1:0 für Deutschland in der 49. Spielminute. Vor heimischem Publikum, ich habe es glaube ich schon mal gesagt, ist ihm dieser Erfolg besonders zu gönnen. Und jetzt ist er auch Rekordtorschütze. Ja, und jetzt kommen sie auch ein bisschen mit ihren Abwehrspielern nach vorne. Es scheint also in dieser Beziehung das Spiel einfach ein bisschen offener und lebhafter zu werden. Wimmer. Schön gemacht. Und Müller. Und das 2:0. Ja, man darf ihn wirklich nicht eine Zehntelsekunde aus den Augen lassen. Und das war ein noch typischeres Müller-Tor als das 1:0 vor kurzer Zeit. 2:0 also für die deutsche Mannschaft. Gespielt sind ziemlich exakt 51. Remers. Müller. Und noch einmal der junge Schalker. Schön gemacht. Das war ein Geschenk, wie man es wirklich nicht alle Tage passiert. Und ich glaube, jetzt darf ich es wirklich mit Berechtigung sagen, ein geradezu hundertprozentig typisches Müller-Tor, der diesen Rückpass förmlich erahnt, hineinsprintet. Schwarzenbeck wirklich in besten Händen. Heinkes, Netzer. Schön gemacht und Tor. Ja, wen soll ich Ihnen jetzt als Schützen des 4:0 nennen? Es war ganz zweifellos Günther Netzers Tor. Und es war Müllers Instinkt, wieder einmal an die richtige Stelle zu laufen, nämlich dorthin, wo der Ball vielleicht noch einmal erreichbar sein würde. Es ist schön, dass man auch hier, denn die Überlegenheit der deutschen Mannschaft, die in der ersten Halbzeit schon vorhanden war, aber sich nicht zahlenmäßig ausdrückte, ist jetzt doch ganz offensichtlich geworden. Und auch mit 4 Toren dokumentiert. Baniszewski. Und da ist der Anschlusstreffer. Beckenbauer schimpft, ich glaube, mit einigem Recht